Ich danke der Kanzlerin und José für den transatlantischen Wirtschaftsintegrationsplan. Auch dafür müssen wir einen gemeinsamen Markt und gemeinsame Standards entwickeln. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Abkommen und darüber hinaus ein Abkommen, welches einen transatlantischen Wirtschaftsrat mit sich bringt, der ein permanentes Gremium sein soll. Mit hochrangigen Personen auf beiden Seiten des Atlantiks, die all diese Themen konkret betrachten, um zu sehen, auf welche Art wir die Dinge vorwärts bewegen können. Die BBC berichtete, dass die USA und die EU sich auf einen einheitlichen Markt geeinigt hätten. Durch die Ankündigung der Integration in eine neue Wirtschaftsgemeinschaft wiederholten sie einfach nur im größeren Maßstab, was in Amerika und der EU getan worden war. Laut dem Übereinkommen werden beide Blöcke vehement auf eine Annäherung ihrer Regularien in mehr als 35 Teilgebieten hinarbeiten. Von Finanzdienstleistungen über geistiges Eigentum bis hin zu Militär, Bildung, Firmenfusionen und Betriebsübernahmen. Man einigte sich darüber hinaus, gemeinsam eine globale CO2-Steuer durchzusetzen. Wir erkennen, dass die Treibhausgase ein Problem darstellen. Wir stimmen überein, dass es eine globale, ernste Bedrohung ist. Wir stimmen überein, dass es eine Notwendigkeit gibt für die Festlegung einer Obergrenze für die Treibhausgase. Wir müssen eine mögliche Besteuerung von CO2 diskutieren. Wie man das im Hinblick auf die Marktwirtschaft in den Industrieländern zum Beispiel überhaupt wettbewerbsfähig umsetzen kann. Wir haben uns darauf geeinigt, ein hochrangiges Forum zu schaffen. Dieses Fazit der EU und der USA wird in die G8 übertragen und mit den Outreach-Ländern wie China, Südafrika, Brasilien und Indien besprochen werden. Eine globale Lösung für ein globales Problem. Wenn die Bilderberger Erfolg haben, fällt Amerika. All die betroffenen Staaten werden ihre Souveränität verlieren. Bilderberg ist keine Person und keine Idee, sondern ein Ideal. Eine sehr mächtige Gruppe an Leuten, die zusammenarbeiten, um von einer absoluten und ultimativen Machtposition aus jede Verfassung auf der Welt zu zerstören. Egal wie mächtig die jeweilige Verfassung oder das Land ist, das ist, was diese Leute tun. Die Afrika-Union entstand aus der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, welche in den frühen 1980er Jahren geschaffen worden war. Die Afrika-Union wird durch ein Konsortium an internationalen Gremien, Regierungen und Konzernen finanziert. Die Armee der Afrika-Union dient als Exekutivgewalt für die Ausbeutung Afrikas durch die neue Weltordnung. In Asien haben APEC und ASEAN Pläne angekündigt, um die ASEAN-Union zu gründen. Die Mitgliedstaaten in Asien und im Pazifikraum bewohnen über 3 Milliarden Menschen. APEC wird die Asiatisch-Pazifische Union werden und die Welt wird in 3 große Regionen aufgeteilt werden, zur bequemeren Verwaltung durch die Weltregierung, deren Rolle die UNO zunehmend übernehmen soll. Während die einzelnen Unionen gebildet werden, werden sie gleichzeitig bereits miteinander verschmolzen, um die erste weltweite Regierung zu bilden. Sie versuchen, jede Nation auf Erden zu zerstören, die versucht, wirklichen Fortschritt zu realisieren. Denn diese Leute sind im Prinzip Großgrundbesitzer. Sie brauchen keinen Fortschritt, weil sie den Grund und Boden kontrollieren. Wenn man die mächtigsten Leute in London betrachtet, die zum Rat der 300 und den Bilderbergern gehören, die britischen Monarchen, die Welfen, der schwarze Adel in Venedig und Genua, diese Leute sind Großgrundbesitzer. Die neue Weltordnung ist die alte Weltordnung. Nur die Namen und die Fassaden haben sich geändert. Das Konzept aber hat sich nicht geändert. Sie schleifen uns mit aller Gewalt zurück ins Mittelalter, in die postindustrielle Weltordnung. Eine Sache, die die meisten Amerikaner ziemlich schockiert, ist die Tatsache, dass in dem 1995 erschienenen Bericht der Vereinten Nationen über globale biologische Vielfalt klar und deutlich dargelegt wird, dass wir für den Schutz des Planeten zu einem feudalen System zurückkehren müssen. Die sagen das offen in dem Dokument. Um eine moderne, feudale Gesellschaft zu konstruieren, erfolgt die Implementierung eines standardisierten Ausweises für die Nordamerikanische Union durch die Globalisten, um die Leibeigenen zu verfolgen, sie aufzuspüren und zu kontrollieren, während jene sich in den 3 Regionen der NAU bewegen. Unter Ausnutzung der durch die Globalisierung bedingten Vertreibung der Menschen baut die neue Weltordnung mit Hochdruck an der physischen Infrastruktur der Nordamerikanischen Union. Das NAFTA-Superautobahn-Kontrollnetz. Ich bin Arthur Peterson, Colonel der US Army im Ruhestand. Ich sehe heutzutage Dinge geschehen, wegen denen sich mein Freund, der im Zweiten Weltkrieg gestorben war, im Grab umdrehen würde. Der Gedanke, dass Leute überhaupt die Beschlagnahmung der Grundstücke und der Häuser von Bauern
und Ranchern und deren Aushändigung an ausländische Konzerne wie aus Spanien in Erwägung ziehen, die von Don Carlson kontrolliert werden, ein berüchtigter Sozialist, dass die sich 50 Jahre lang auf texanischem Boden breitmachen können. Der vorgeschlagene Trans-Texas-Korridor wäre ein Flickenteppich aus Superautobahnen und Schienen, der sich über 4000 Meilen von der Grenze Mexikos über Texas nach Oklahoma erstrecken würde. Ein Pachtvertrag wurde unterzeichnet, der die texanische Autobahn 121 zu einer Mautstraße machen würde. Ein spanischer Privatkonzern bekam den Vertrag für Bauarbeiten und das Einsammeln der Mautgebühren mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Diese Geschäfte mit Privatfirmen werden größtenteils im Geheimen ausgehandelt und viele Legislatoren des Bundesstaates befürchten, dass Steuerzahler verraten und verkauft werden. Kritiker sagen, es wäre eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Es sei Teil eines Planes für eine nordamerikanische Integration, der von Eliten aus der Politik und den Konzernen ohne Zustimmung des Kongresses oder der Wähler umgesetzt werde. Wir flogen über Zentral-Texas, um den Trans-Texas-Korridor von der Vogelperspektive aus zu betrachten, der sich in der Bauphase befindet und das Herzstück des Trans-NAFTA-Superautobahnsystems bilden wird. Die Geschichte wiederholt sich. Vor 2000 Jahren führten alle Straßen nach Rom. Rom ließ mehr als 10.000 Meilen an Straßen im gesamten Imperium bauen und instandhalten. Die Straßen wurden benutzt, um die militärische Macht Roms zu vergrößern, um den Handel zu kontrollieren und um die Völker zu verflechten, die sie beherrschten. Rom verlangte Tribut. Untergebene Roms, von Albäern bis Judäa, waren gezwungen, für die Benutzung der Straßen Steuern zu zahlen. Die Römer wiederum verwendeten die Steuer, um ihre Untergebenen zu dominieren. Die Superautobahnen von heute sind eine mächtige Waffe im Arsenal der Globalisten. Sie sind instrumentell für die Abschaffung von Staatengrenzen und die Verschmelzung von Nationalstaaten in größere Konföderationen. Ausländische Regierungen und Konzerne reißen sich Teile der Infrastruktur Nordamerikas unter den Nagel, aber nirgendwo war die Attacke so vehement wie in Texas. Texas steht an vorderster Front. Über 8000 Meilen an bereits existierenden Straßen sowie großflächiger Grundbesitz werden ausländischen Konzernen mit Verbindungen zu den jeweiligen Regierungen ausgehändigt. Die ausländischen Firmen kaufen die Legislatoren, welche anschließend die völlige Kontrolle an die Sponsoren ihrer Wahlkampagne übergeben. Regierungsgewalt wird auf diese Weise an regionale Gremien übertragen, welche die Lokalregierungen und den Willen der Bürger übergehen. Die nächste Stufe dieses Plans für eine Weltregierung ist die Kontrolle über das Verkehrswesen, genannt NAFTA-Superautobahn und in Texas der Trans-Texas-Korridor. 236 Hektar Grund und Boden werden konfisziert und der Kontrolle eines spanischen Konzerns überlassen, der die nächsten 50 Jahre lang Mautgebühren in Texas einnehmen wird. Und es gibt keine Höchstgrenze für die Mautgebühren, die verlangt werden können. Mehr als 80 Autobahnen des Bundesstaates und der gesamten Nation sind als internationale Arterien entworfen worden. Der I-35 NAFTA-Korridor startet in Mexiko, verläuft durch die Vereinigten Staaten und endet in Zentralkanada. Containerschiffe aus Asien laden ihre Transportgüter an der Pazifikküste von Mexiko ab, welche von dort ab zollfrei auf Schienen zum neuen Inlandhafen von Kansas City gebracht werden, der nun als souveräner mexikanischer Boden gilt. Mitten im Herzen der Vereinigten Staaten. Unter internationalen Abkommen verlangen überwiegend ausländische Konzerne Mautgebühren für die Benutzung von bereits existierenden, mit Steuergeldern bezahlten Straßen. Dokumente der Bundesbehörden, des Bundesstaates und von Konzernen zeigen, dass die Einnahmen verwendet werden, um die Verkehrsinfrastruktur von Mexiko zu erweitern, nicht jedoch die von den Vereinigten Staaten oder Kanada. Das Ziel ist, im Ausland gefertigte Produkte noch schneller über Mexiko zu importieren. Teile der Einnahmen sollen außerdem verwendet werden, um die sich im Frühstadium befindliche Nordamerikanische Union mitsamt ihrer wachsenden Bürokratie zu finanzieren. Unter dem Strich bedeutet das Folgendes: Man benutzt unser eigenes Geld, um uns zu versklaven. Erstens, Sie schlagen ein nordamerikanisches Tribunal vor, welches dem ähnelt, was wir in Kapitel 11 des NAFTA-Abkommens haben. Es wird internationalem Recht unterstehen. Der oberste Gerichtshof der USA und unsere Verfassung könnten möglicherweise außer Kraft gesetzt werden.
Was wir dann hätten, wäre ein nordamerikanisches Wirtschaftsrecht, welches über dem stehen würde, was wir in den Vereinigten Staaten haben. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass das NAFTA-Hauptquartier in Mexiko ist. Den Handel der Vereinigten Staaten kontrollieren, sowie unabhängig vom Kongress der Vereinigten Staaten entscheidet,